Do you feel the pulse? Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft LP. Ja, in der letzten Folge haben wir die Zuckerrohrfarm weitergebaut. Ich war in der letzten Folge irgendwie ein bisschen inkompetent, wenn ich ehrlich bin. Also zumindest kam mir so vor, ich kam mir auch so unproduktiv vor. Weiß auch nicht, war ein scheiß Tag, keine Ahnung. Heute versuchen wir das natürlich jetzt zu beenden. Wir haben jetzt in der letzten Folge das hier so gebaut, tatsächlich. Ja, was müssen wir jetzt eigentlich noch machen, weiß ich jetzt gar nicht. Die Gleise haben wir. Oh, das ist sogar schon gewachsen. Der Sack nimmt schon mit hier. Glaube ich. Eigentlich ist es doch bloß noch das Glas hier setzen. Und ist die Frage, nimmt der überhaupt mit? Ich hoffe mal. Wenn nicht, wäre das ein bisschen doof. Ich nehme das jetzt einfach mal so mit hier. 13 Zuckerrohr haben wir hier mal. So, dann würde ich einfach mal sagen, müssen wir da mal das Glas hinbauen. Das machen wir jetzt einmal am besten zuerst. By the way, OBS meckert gerade wieder. Es sind wieder die ersten 3 Minuten, die wahrscheinlich ein bisschen laggy sein werden für euch. Für mich ist es absolut gar nicht laggy, aber wie gesagt. Ich weiß, es ist doch wirklich nur im Minecraft-LP so. Keine Ahnung. Warum, wieso, weshalb, aber es ist so. Und irgendwie, ich krieg's auch nicht behoben. Im Moment zumindest. So. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Sand. Da würde ich auf jeden Fall mal ein bisschen was schmelzen. Hier haben wir noch Glas. Oh. Ich glaube, wir müssen nichts mehr schmelzen, aber ich tue es trotzdem. Aber es kann so. Genau. Dann lass uns mal das Glas bauen. Dass wir die Zuckerrohrfarm dann mal wieder auf die Reihe bekommen. Aber erst gehen wir schlafen. Ich wollte schon sagen, du willst mich jetzt verarschen, aber ich habe einen Trick, wie ich das Glas wieder kriege. Zur Not habe ich dann doch diese Quatsch-Axt dabei. Für sowas ist die dann doch zu gebrauchen. Hier und da mal. So. Genau. Alles klar. Ja, hier wurde Zuckerrohr abgeerntet. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich setze das Glas hier hin, dass das, ich sag mal, das Zuckerrohr auch keine Möglichkeit weiter hat, irgendwie woanders hin auszuweichen. Hier oben machen wir mal auch noch Glas hin, einfach weil es kann so. Und dann halt die dicken Gläser hier. Das Zuckerrohr hat gar keine Chance, irgendwo anders hinzu auszuweichen. Hinzu auszuweichen. Mhm, alles klar. So, hier auch noch Glas erstmal. So. Und dann so noch. Bitte noch warten mit Wachsen, bis das zu ist. Das wäre optimal. Ich baue das gleich ab. Nein! Och, bitte! Ach, Mann, ich wollte jetzt so schön das halt haben, wenn der hier, dass er das genau dann macht, wenn, ich sag mal, der noch nicht so weit ist. Nee, wenn ich so weit bin, so rum. Klar, ich bin einfach eine Scheiße, Mann. Puh. Alles klar. So, mach mal so weiter. Zack, 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 zack. Okay, dann ist sie auch fertig. 37 Zuckerrohr haben wir schon gekriegt jetzt. So, jetzt geht's noch hier drum. Wir kommen jetzt nur auf ein Problem. Wir haben nicht genug Glas. Ich hätte gedacht, das reicht. Wir brauchen wirklich fast einen Stack für alles. Und 2 Stacks hatten wir nur. Wollen wir mal hoffen. Ich will jetzt mal auch mal ganz kurz gucken. Hat der eigentlich jetzt schon was mitgenommen hier, oder? Ist da jetzt eigentlich schon was da quasi? Ein Zuckerrohr, immerhin. Immerhin. So. Brauchen etwas Glas. Wir haben noch nicht so viel. Nur 34, das reicht natürlich nicht aus, ist klar.
Also. Aber es reicht erstmal, um ganz kurz weitermachen zu können. So. Alles klar, so. Oh, hier ist einer daneben platziert worden. So, das haben wir schon mal. So, und mehr für mehr reicht das Glas jetzt erstmal nicht. Wir brauchen noch 8 Glas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Glas brauchen wir noch. Wir runden mal auf 24. Das ist zwar nicht runden, aber egal. Naja. So. Haben wir nicht. Wir haben 12 gerade mal. Aber immerhin. Ist die Hälfte. Also. Da kann man schon mal was erreichen mit. So. Und jetzt nochmal 11 am besten. Die sind natürlich noch nicht durch, das ist klar. Ich renne jetzt hier gerade hin und her. Aus Gründen, die ich selber nicht kenne. So wirklich. Ja, brauche ich jetzt nicht schon wieder los. Kurzen Moment, können wir ruhig noch warten. Was machen wir denn jetzt? Warten gerade irgendwie. Na, werd fertig. 5, 10. Komm, ein noch. Wenn wir den einen schon haben, dann haben wir den anderen automatisch gleich mit. Genau, so. Wir sollten ein Glas zu viel haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber ich habe mich nicht verzählt, weil wir brauchen 63 Glas, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ein Glas fehlt. Also ein Glas zu viel, besser gesagt. Okay, das haben wir. Da brauchen wir jetzt ganz viel Sand, um das noch zuzumachen hier. Soweit. So. Die können wir auch bald mal wieder abernten hier. Sand. Ganz, 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 ganz viel Sand brauchen wir jetzt. Dann können wir noch ein paar Wege bauen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel Gravel wir überhaupt haben. Jetzt nicht so viel, aber mal gucken. Sagen wir mal so. Dass wir da vielleicht mal noch so einen schönen Weg oder so hinbauen können. So in diese Richtung hier. Alles klar. Wir bauen den Gravel da jetzt erstmal hin und dann sehen wir weiter. Den kann man auch noch abbauen hier. So. So, der ist jetzt auch nicht so schön gerade, weil braucht man in so einer Wüste nicht unbedingt. Da reicht das, wenn die so ein bisschen durcheinander sind, quasi. Oh, scheiße, das war nicht geplant. So. Genau, mehr Gravel haben wir dann auch nicht. Da müssen wir mal farmen gehen oder sowas. Dann machen wir das doch mal. Wo gehen wir denn am besten hin, um Gravel zu farmen? Gute Frage. Am besten beim Ozean oder so. Unter Wasser. Da ist das doch ganz oft. Wo laufe ich denn jetzt überhaupt hin? Beziehungsweise, wo bin ich hier nochmal? Bin ich nicht immer irgendwie in die Richtung gelaufen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich nehme einfach die U-Bahn. Ja, da muss ich eigentlich hin, genau. Ich nehme mal die U-Bahn und dann
Gucken wir mal, wo wir landen. Weiß ich, vielleicht ist aber auch hier unten Gravel. Haben wir irgendwo was Graveliges hier rumfliegen, sag ich mal. Hier haben wir nur Erde. Gravel nicht unbedingt. Hier ist noch Gold. Hier ist noch Redstone, hier ist noch Eisen. Oha. Und hier ist noch ein Creeper. Das habe ich dann wohl nicht so. Lapis auch noch, alter Schwede. Jetzt geht's ab. Redstone. Ich suche das jetzt aber eigentlich nicht unbedingt. Ich suche Gravel. Aber wenn wir schon hier sind, nehmen wir doch schon mal mit, oder? Genau. Wenn schon, denn schon. Immerhin. So. Er war wohl nicht so wirklich gesucht, sag ich mal. Alles klar, Lapis wäre hier auch noch, aber wir haben jetzt gar keinen Platz so richtig außer Glasbottles, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Dafür Lapis, immerhin. So, das ist doch Gravel hier. Wir sind fündig geworden. Nehmen das jetzt mal hier noch zu Ende mit alles. Und dann. So. Natürlich habe ich gar keinen Platz. Das ist natürlich etwas suboptimal. Nehmen wir. Lass mal Gunpowder hier. Gravel brauchen wir gerade mehr Gunpowder. Brauchen wir eigentlich gar nicht, wenn man so will. Also wenn man es halt ganz genau nimmt. So, jetzt haben wir wieder 51. Mal gucken, wie weit wir damit jetzt einfach mal kommen. Wie komme ich hier überhaupt hoch? Ich glaube gar nicht, sonst wäre der Creeper nämlich hochgekommen vorhin. Aber ich habe jetzt was abgebaut und dann müsste man da eigentlich hochkommen. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt, aber... Warte mal. LOL. LOL. Hier ist ein Dungeon. Als ob. Ich habe jetzt aber keinen Platz dafür. Da gucken wir später nochmal. Alter, wie nah bin ich denn einem Dungeon, bitte? Willst du mich verarschen eigentlich? Ist egal. Brenne ich halt mal eine Runde. Hier ist ja ein Dungeon, Alter. Wie nah war ich denn da dran? Please, Alter. Okay, okay. Immerhin. Was kann man aus dem Dungeon wieder machen? Eine Mob-Farm kann man da noch machen. Eigentlich schon. Vielleicht bauen wir das mal als nächstes. So eine kleine XP-Mob-Farm oder so. Wo man XP farmen kann. Das wäre vielleicht ganz interessant. Weil das haben wir einfach noch nicht. Ist halt einfach so. So, ich gehe mal kurz pennen und dann machen wir weiter. So. Aber so eine schöne Mobfarm direkt am Haus noch dran, das ist wäre optimal. Ist halt einfach echt so. Okay. So. Hier muss ich eigentlich auch noch einen Weg machen. Ich mache den mal zuerst. Oder auch nicht. Versuchen wir erstmal ein bisschen was loszuwerden hier. So. Würde ich einfach mal sagen, mach mal so noch eine Runde. Dass wir einen vernünftigen Weg rankriegen. Und das mache ich einfach zu hier. Huch. Fail. Ja, es funktioniert hier nicht mehr. So.
Ja, wenn ich da runtergehe, dann. Das passt nicht so wirklich. Muss ich mal mit Sandstone ein bisschen arbeiten. Weiß nicht, kann ich da setzen? Minecart könnte durchkommen. Und ich muss hier weg, bevor ich das Minecart blockiere. Es hat ja schon seinen Lauf genommen hier. So, dann machen wir mal hier noch ein bisschen zu. Genau. Eigentlich kann man das so anbieten hier. Das funktioniert so. Alles klar. Aber unser Gravel wird nicht ausreichen. Aber sollen wir mal in einer der Höhlen nochmal gucken. Nee, das war falsch. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Sand, um genau zu sein. Das dürfen wir jetzt alles hier wieder auffüllen, weil ich Vollhong meinte, ich brauche da einen Kreis irgendwie. Letzte Folge. Weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber naja. Okay. So, genau. Perfekt. Dann machen wir hier mal den Sand noch weg. So. Hier kommt ein schöner Gravelweg hin. Wenn vorausgesetzt, ich habe genug Gravel, das ist natürlich, wie gesagt, eine Voraussetzung. Ist klar. So. Mal ganz langsam das hier alles setzen. So. Okay, hier ist auch noch ein bisschen was. Und ist das doch schon zu tatsächlich? Das kam mir natürlich jetzt sehr simpel vor hier. Oh naja, warte mal. Hier machen wir dann mal noch Gravel gleich hin. Dann machen wir das mal alles noch weg hier. Genau, und hier kommt auch noch ein schöner Gravelweg mal hin. So. Bis hier am besten. Nur ich finde das gerade so ruhig hier irgendwie. Ist die hier irgendwo hängen geblieben jetzt, oder? Wo ist das jetzt? Hier. Die ist hängen geblieben, tatsächlich. Ja, lol. GG, also das funktioniert hier so nicht. Da müssen wir nochmal kurz gucken. Also das geht, aber. Nee. Nein, ich brauche Sandstone. Das hier will ich haben. Genau. Zack. Dann müssen wir das so machen und so mal versuchen hier. So, dann ist das auch keiner. Dann passt das ja gerade so. Alles klar, alles klar, alles klar. So. Da brauchen wir nicht so, sondern Sand. Genau. Und brauchen wir jetzt noch ein bisschen Gravel, um das noch schön zu machen. Dann haben wir das auch.
So, gehen wir gleich nochmal runter und suchen mal nochmal so eine Gravel-Ader. Und dann werden wir mal gucken, vielleicht bauen wir dann in der nächsten Folge mal eine schöne Mobfarm. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt doof, so. Gravel, genau. So. Ist Gravel. So leicht geht es. Da. Gucken wir mal hier noch so ein bisschen. Eisen haben wir auch noch gefunden. Das ist doch perfekt nochmal. Immerhin, Stack Gravel. War das hier, genau. So, hier ist auch noch ein bisschen Gravel, 9 Gravel, 10 Gravel haben sich verabschiedet. Das ist natürlich nicht so nett, aber naja. Gucken wir mal hier hinten, ob da noch irgendwas in die Richtung existiert. Hier nicht so. Wir haben ja hier ein großes Höhlensystem, da wird bestimmt noch irgendwo was sein. Aber nicht in diesem Gang. Schade. Dann da oben. Da sehe ich das Gravel einfach mal schon. So. Das war mal eine Gravel-Ader. So, hier ist noch Gravel. Zack, 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 genau. Und dann sollten wir nicht auch erstmal was haben. Jetzt brauchen wir den Gravel nämlich. Ausnahmsweise mal. Weil man kann ja auf Sand keine Grass-Paths machen. Ich finde die natürlich viel schöner, die Grass Path, die wir ja in der ersten Staffel benutzt haben, aber macht sich auf Sand nicht so gut, sagen wir mal so. Jetzt nehmen wir hier ein bisschen Granit, um hochzukommen, aber noch andere Steinsorten, ne, haben wir nicht. Dann nehmen wir noch einen Cobblestone. Und dann haben wir es eigentlich. So, genau. Und wieder hoch. Och, das Ding müssen wir hier auch noch schön bauen. Ein bisschen zu tun haben wir noch, tatsächlich. Aber die Staffel ist auch nicht mehr so lang. Also, viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich hatte ja eigentlich am Anfang der Staffel noch gesagt, ich möchte da noch so einen Berg da was bauen. Da hatte ich auch noch einen schönen Spot gefunden, wo man auch noch eine schöne was bauen kann. Das kann man natürlich auch mit der Staffel 2 immer noch verbinden. Das ist natürlich dann nachher nicht mehr so wüstig da hinten, aber naja. Mal gucken, vielleicht machen wir das in Staffel 3 oder Staffel 4. Das ist der falsche Stein. Oder falsche Material, sagen wir mal so. Anderen Stein haben wir ja nicht wirklich. Aber jetzt scheint es wohl zu laufen. So. Genau, das haben wir. Dann hier noch. Nächster Stack Gravel. Dann macht er sich nämlich mal nützlich. In Minen nervt er nämlich immer nur. Grundsätzlich. So. Genau. Und das Dungeon werden wir uns wahrscheinlich dann in der nächsten Folge angucken. Gehe ich mal davon aus. So. Das Ding ist fertig jetzt. Sehr schön. Eigentlich warte ich jetzt noch so ein bisschen auf so einen Test jetzt. Wir haben momentan gerade nur Sand drinne. Gucken wir mal, ob das klappt. Ich werde jetzt noch ein bisschen wegsortieren hier. Lang ist die Folge jetzt auch nicht mehr. Also heute werde ich auf jeden Fall damit, denke ich, nicht mehr anfangen. Jetzt sage ich mir erstmal noch der Test, ob das auch alles so gut funktioniert.
Ja. Was habe ich jetzt vor? Ich will Squirrel weghauen. Machen jetzt mal unser Inventar leer hier. So, Minecarts brauchen wir nicht mehr. Zuckerrohr. Ein bisschen. Redstone. Gold und Eisen. Noch mehr Eisen. Lapis. Wollen wir nicht Flint? Ist das hier mit bei? Weiß nicht, wieso ist eigentlich Orange Terracotta hier oben? Ich würde sagen, hier gehört eigentlich der Flint hin. Ich mach den mal hier unten hin oder so. Weiß ich nicht. Sand. Hauen wir mal hier hin. Dann die Rails. Zack, zack. Holz, zack. Machen wir so. Glas. Gut, Tava. Denke erstmal frei, soweit alles. Das Mr. Inventar. Dann werden wir mal eine Runde schlafen gehen. Und dann warte ich einfach darauf, dass der jetzt einmal aberntet hier. Ja. Toll. Jetzt fehlt mir ein Zuckerrohr. Das klaue ich jetzt mal von woanders. So, genau, jetzt hat er da einmal abgeerntet, haben wir jetzt mal künstlich gemacht. Jetzt warten wir mal, bis gewisse Minecrafts rumkommen. Ja, hat er mitgenommen. Sehr gut. Das Minecart ist unterwegs. Mal gucken. Wenn wir was hören. Gleich muss er kommen eigentlich. Jetzt. Der hat auf jeden Fall Zuckerrohr dagelassen. Gut, ob er jetzt noch was drin hat, das weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall funktioniert und das ist gut. Sehr schön. Vollautomatisch. Das wächst ja von ganz alleine, das erntet er von ganz alleine ab, das Minecart holt das von ganz und haut das, sag ich mal, hier hin. Das war Sinn und Zweck der ganzen Sache. Das haben wir erfolgreich geschafft. Und ja, wir könnten jetzt natürlich eigentlich noch die Felder ernten. Andererseits ist die Folge aber auch sehr weit fortgeschritten. Ich würde einfach mal, ach komm, ich würde einfach sagen, das war's für die Folge. Jetzt noch was anfangen, lohnt sich nicht mehr in 2 Minuten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.